So, meine Freunde, jetzt geht ja weiter hier mit Let's Play. Yakuza und. Müssen wir jetzt ins Shisa. Gut, das ist da unten. Dann fahren wir mal mit dem Taxi in den Süden. Süd. Jo. Ja, das ist ja näher dran, ne? So, ist das da vorne? Okay. Mal Platz für ein Schiff. Und dann gehen wir mal dahin. So. Okay. Und er schneit immer noch Schneeflöckchen. Kannst du mir einen Gefallen tun? Das ist ein, da ist ein komischer Mann, der mich immer beobachtet. Kannst du ihm nicht sagen, dass er verschwinden soll? Na gut. Ich wusste, dass ich mich auf dich verlassen kann. Ich zähle auf dich. Meinen Sie den? Was gibt's? Was wollen Sie von mir? Sollst du dich besser verpissen? Was? Warum schreien Sie mich so an? Sie drohen mir doch nicht etwa. Ich kenne einige Yakuza. Soll ich die mal schnell herrufen? Ach schon. Ich werde die wirklich anrufen. Sind Sie sich darüber im Klaren? Ich sagte, mach schon. Sagen Sie nicht, dass ich Sie nicht gewarnt hatte. Hallo? Ah, da kommen Sie. Du wirst deine Art, mich anzuschreien, noch bereuen. Na gut. Wie dem auch sei. Hampelmann. Hallo. Okay. Zack. Und Gesichtsgrätsche wieder hier. Übrigens habe ich auch neue Techniken gelernt bei meinem alten Freund, dem Trainer aus dem Fegefeuer. Komake? Ist der Komake? Ich glaube ja. Einmal parieren, da muss man im richtigen Moment L1 drücken. Und dann Gegenangriff. Und schnelleres wieder ausstellen, wenn man hinfällt. Beziehungsweise zu Boden geht. Nichts Besonderes. Oh weh, bitte haben Sie Mitleid. Mein Bruder wird Ihnen nie mehr so einen Scheiß erzählen. Hä? Bitte haben Sie Mitleid. Nee, was hast du zu erzählen? Ich habe alles beobachtet, das war so cool. Ich will mich bei dir bedanken. Du bekommst 30.000 Yen, du hast 200 Erfahrungspunkte. Erhalten. Entweder wollte sie nur ein bisschen Show sehen oder... Naja, egal. Vorne ist das Shisa, da gehen wir jetzt mal rein. Ach, das Shisa in den Schein. Zimei, ja, sie ist da hinten. Ich möchte sie mal sehen. Hi, ich bin Xin Mei. Danke, dass Sie mich ausgewählt haben. Ja. Was hätten Sie gerne zu trinken? Xin Mei, ich muss dich etwas fragen. Hä? Was gibt's denn? Hast du eine Shangri-La-Mitgliedskarte? Warum? Was willst du damit anfangen? Ich muss dort jemanden treffen um mich. Ich habe nicht mehr viel Zeit. Alles klar, aber bevor ich sie mir geben muss, du mir einen Gefallen tun. Ja, der wäre... Also, ich bin hier eine illegale Ausländerin. Ich wurde kürzlich schon beinahe von der Polizei verhaftet. Wenn ich nichts mache, dann werde ich bald abgeschoben. Wenn ich nach China zurückkehren muss, dann wird mein Bruder hier ganz alleine sein. Mein Bruder ist auch in Japan? Ja. Er ist ein Kind der Liebe meines Vaters. Er ist ein Kind der Liebe meines Vaters und seiner japanischen Geliebten. Liebe und Herr Mamir. Verstehe. Also, du kümmerst dich um ihn. Kasuma-san, weißt du etwas über die Fälscherin? Die Fälscherin? Eine Person, die Papiere fälschen kann. Bilder, Geld, Pässe, einfach alles. Niemand kennt ihre wahre Identität. Sie ist nur die Fälscherin bekannt. Irgendein Unterschied zu anderen Fälschern hier? Ja, diese Fälscherin stellt Papiere auf von höchster Qualität her. Unmöglich, die aufzudecken. Hört sich gut an. Wenn ich hier weggehe, dann werde ich von der Polizei verhaftet. Kasuma-san, du musst mir helfen. Ich möchte
Ich möchte mich mit der Fälscherin treffen. Um einen neuen Pass bitten. Bitte, kannst du die Fälscherin für mich treffen? Lassen? Hä? Was war das denn? Okay, ich habe sowieso auch noch einiges mit ihr zu klären. Vielen herzlichen Dank. Also, wo kann ich sie finden? Geht zum Jebel auf der Shikifukimuki-Straße. Ein Mädchen namens Ayaka ist die Kontaktperson. Sie arbeitet dort. Okay, ich habe sowieso auch noch einiges mit ihr zu... Oder der gleiche Satz wie vor... Ach, egal. Egal, 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 egal. Wo ist denn hier der Ausgang? Ausgang, hallo? Ah, Ausgang. Hallöchen. Ich möchte hier raus. Dankeschön. Tschüss, du Versager. So. Wo ist denn hier die Shikimuki-Straße? Da oben. Wollen wir da zu Fuß hochgehen? Jetzt wäre ich jetzt zurückgegangen. Na gut. Dann gehen wir so. Ja, pack es mit den Beinen, ne? Da können wir mal laufen. So. Wir müssen ja nicht für jeden Scheiß ein Taxi nehmen. Kostet ja auch Geld. Ach Mann. Ja, okay. Autsch, ich will selbst was wegen der Kohle unternehmen. Haha, das ist nicht viel, aber es ist eine Entschuldigung. Okay, sie merkt schon, das wird eine ziemliche Lauferei diesmal in dem Kapitel. Hin und her, so ein bisschen. So, wo ist er denn? Die Bar. Ach, hier. Okay. Ist Ayaka hier? Willkommen. Du willst dich wohl mit Ayaka treffen. Ayaka schon. Hier ist ein Kunde, der dich sehen möchte. Hallo, ich bin Ayaka. Danke, dass Sie mich ausgewählt haben. Hast du heute schon was getrunken? Nein, ich bin hergekommen, weil ich dich was fragen wollte. Kennst du jemanden, der sich die Fälscherin nennt? Hä, was? Ich versuche, Ximei, einer Hostess aus dem Schein zu helfen. Ich habe keine Ahnung, was du meinst. Soll das eine Art Witz sein oder so? Du weißt wirklich nicht, wovon ich rede? Oh, jetzt verstehe ich. Er ist so eine Art Trickbetrüger. Nein. Wir sollten aufhören, Nonsens zu labern und uns stattdessen etwas amüsieren. Ist Sako okay für dich? Tut mir leid, dass ich deine Zeit vergeudet habe. Hey, warte. Du willst schon gehen? Der Spaß beginnt doch gerade erst. Sie wollen schon gehen? Ja. Wo ist meine Rechnung? Hat Ayaka irgendetwas falsch gemacht? Nein, nichts dergleichen. Das tut mir wirklich leid. Es geht aufs Haus. Sie haben ja nicht einmal etwas getrunken. Ich weiß es zu schätzen. Bitte kommen Sie bald wieder. Hä? Mich verarschen. Wollen die mich verarschen oder was ist los hier? Wie soll es also sein? Ja, die kleine Schwuchtel, die mache ich fertig. Okay, fertig. Wie die da reingehen? Wer waren diese Jungs? Sie waren auf dem Weg zur Bar. Okay. Ich gehe auf mal hinterher. So neugierig wie wir sind, warum lügst du mich an? You were seen handing over a passport that day at the park. Listen, I'm telling you, I was just waiting for my boyfriend. Why don't you believe me? Don't think you could bullshit us! Come on. Just tell us where the counterfeiter is. Ayaka, hurry! Aha. Nun endlich gibt sie ihre Identität preis. Normalerweise wickeln sie ihre Geschäfte immer im Park Nummer 3 ab.
Wahrscheinlich sind sie dort hin unterwegs. Ich werde sie zu dünnen Sashimi-Scheibchen verarbeiten. Was hast du? Tag Nummer 3 wird ihre letzte Ruhestätte werden. Okay. Ich habe damit nichts zu tun. Das schwöre ich. Ayaka-san und Mama-san, was zum Teufel geht hier vor? Das werden wir bald sehen. Mama-san ist wahrscheinlich die Fälscherin. Okay. Da unten irgendwo. Okay, muss ich mal wirklich das Taxi. Diesmal benutze ich es. Das gibt's doch gar nicht. Wow, ich hatte ja keinen Schimmer, dass du so stark bist. Es ist nicht viel, aber nimm's. Wie immer. Nimm's, aber geh mir aus dem Weg. So, wo wollen wir denn jetzt eigentlich machen hier? Ach ja, genau. Wir wollten. Ach, Mann, Mann, Mann. Autsch, entschuldige, falscher Kerl. Nimm. Nimm und verschwinde hier. Okay. Tanzen da immer noch. 5 Tage durch. Okay. Ich glaube, die Strecke hier, die auch. Ach, egal. Komm. Süd. Zack. Diese Waage ist nicht, mich zu ignorieren, Leute. Nichts gelingt richtig in letzter Zeit und ich hab's nur an dir ausgelassen. Entschuldige. Komm, steig mal aus dem Taxi, ne? Direkt mit einem Faust ins Gesicht geschlagen. Wie immer halt, ne? Ist ja in Wirklichkeit ja auch so, ne? Willst gerade gemütlich aus dem Taxi steigen? Zack. Direkt begrüßt sich eine Faust. Oh, der Typ, der nicht bezahlt hat, ist wohl entwischt. Hä? Was für ein Typ, der nicht gezahlt hat? Ach, egal. War wahrscheinlich eine Nebenmission, wo ich halb gepennt habe. Naja, egal. I know what your game is. Our passports haven't been selling as well as they used to. Do you really think we'll just allow you to undercut our prices? You've almost run our business into the ground. So how are you gonna make up for this? Killing you is not enough. We should cut you apart piece by piece. Is there any chance you're connected to the Snake Flower Triad? Huh? Who the fuck are you? I got some business that involves them too. Let me be clear. I don't have any business with you at all. If you get in the way, we'll gut you all the same. Wait a second. This guy, he looks familiar. Isn't that Kazuma? Really? Kazuma, huh? You guys trying to make a little extra cash forging passports, huh? Shut the fuck up! You know, because of you, we've had to go through a lot of shit. Die, motherfucker! Vernichten. Wollte ich mal so gefälschte Pässe haben? Aha, Richter. Soll ich die kriege? Nee, was soll das denn? Dann Paul Panzer T-Shirt da. Ist durch. Oh. Ja, ist ja gut. Ist ja gut. Ist ja gut. Wow. Was zum... Arsch. Die Legende auch... Die auch über mir drüber spielen können. Ist auch gut. Jo.
Aua, das tat weh. Ein schöner Anzug. Zack. Das nehme ich mal zur Hilfe. Zack. Und das tat, hoffe ich, weh. Schön in die Magengrube rein mit der Eisenstange. Excellent. Puh. Danke für deine Hilfe. Also, du willst die Fälscherin treffen, richtig? Fälscherin? Ich wollte dich nicht auf den Arm nehmen, aber ich musste dich testen. Kannst du einen falschen Platz für Xing Mei besorgen? Dann kann sie weiterhin in der Stadt arbeiten. Okay, Mama-san, ist das okay? Warte mal. Das heißt doch... Hahaha. Genau, ich warte auf dich in der Bar. Ja, sie ist die Fälscherin. Hier, das ist doch, was du wolltest, richtig? Du bekommst einen falschen Pass. Kazuma-san, ich habe schon viel von dir gehört. Ich habe auch gehört, dass Fuma-san ermordet wurde. Was? Ich bin mir nicht sicher, ob das in Zusammenhang mit den Dingen steht, die kürzlich passierten. Aber Fuma-san kam vor etwa 5 Jahren mit einer Bitte zu mir. Was meinst du damit? Er wollte, dass ich ihm eine neue Identität beschaffe. Geburtsurkunde mit Meldebescheinigung, Diplome, Führerschein, Krankengeschichte, Pass. Ich habe mich in die Datenbank der Stadtverwaltung gehackt und eine völlig neue Identität erschaut. Was? Das ist alles, was ich dir verraten kann. Bitte entschuldige. Okay. Jetzt auf jeden Fall den falschen Pass. Jetzt können wir auf jeden Fall wieder zu Xin Mei und uns die Karte besorgen, die wir brauchen für den Sauna-Club da. Und dann mache ich mal einen Schnitt und wir sehen uns im nächsten Part. Bis dahin.